Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Hey, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Donnerstag, dem 17.12.2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 930 und heute habe ich die folgenden Themen für euch bereit. Office 365, Harmony OS, Shorts, Spotify Podcast, Stadia am iPhone und Vernünftig. Zuallererst eine kleine Entschuldigung oder eine große Entschuldigung für gestern. Die Folge ging pünktlich um 4 Uhr raus, aber mit dem falsch hinterlegten Audiofile. Da muss irgendwo beim halb schlafenden Martin ein menschlicher Fehler sich eingeschlichen haben. Heute dürfte es aber klappen. Ich drücke die Daumen. Zuallererst für all diejenigen, die sich ein Apple M1, also ein ARM-Mac gekauft haben, egal ob MacBook, MacBook Air, das Pro oder das Air oder der Mini, die dürfen sich freuen, sofern sie Microsoft 365 nutzen, die Office Suite, denn mit dem neuesten Update sind jetzt alle Apps auch M1 tauglich. Für all diejenigen, die in der Insider unterwegs waren, lieben Gruß an dich, Mike. Die dürfen sich natürlich hier freuen, oder dürfen sich vorher schon freuen, dass die Apps kompatibel sind, können jetzt aber auf die offizielle Version und auf die stabile Version wechseln. Weiter geht's mit Huawei. Die haben, wie versprochen, Mitte des Monats die zweite Beta zur Harmony OS rausgegeben, um das Ganze auszutesten. Das Ganze ist ganz wichtig, nur adressiert an Entwickler und solche, die es werden wollen und oder auch einfach mal neugierig sind. Es ist nicht angeraten, ein aktuelles, im Besitz befindliches Gerät auf dieses Betriebssystem anzuheben, weil es halt wirklich einfach noch recht rudimentär ist und nicht wirklich so ganz tut, wie man es möchte und vor allem auch die ganzen Apps teilweise noch nicht optimiert sind. Wer es dann noch wagen will, man braucht mindestens ein Huawei P40, das Huawei P40 Pro, die Mate-Modelle M30, Mate 30 Pro oder auch aus der Tablet-Serie gibt es welche, die man dafür nutzen kann. Am besten für all diejenigen, die jetzt neugierig sind, in den Shownotes und auf daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens habt ihr einen Link, das Harmony-Video. Da zeigt euch ein kurzes YouTube-Video, wie Harmony OS ausschaut und ein bisschen, was es so kann. Also wie gesagt, kurz, um die Neugier zu stillen, sollte es aber reichen, denke ich doch. YouTube macht das Gleiche wie die ganzen Facebook-Apps und überall. Alle kopieren sie alle Funktionen voneinander ab. So die Story-Geschichten, welche ja bei YouTube auch mittlerweile drin sind, zwar nur für Nutzer oder für Content-Creator, die über 10.000 Follower haben, also Abonnenten haben, aber jetzt kommt das Nächste. Man hat auch einen TikTok-Klon mit ins Rennen geschickt. Shorts, YouTube-Shorts, darüber hat man schon immer wieder mal ein bisschen was gehört, geht jetzt offiziell in Indien an den Start und da testet man das Ganze, wie es ankommt. Ja, macht die doch eigentlich sehr praktische YouTube-App nicht ganz kaputt mit den ganzen vielen tausend neuen Funktionen. Das muss nicht sein. Obwohl, ich hätte ja gerne YouTube-Stories, aber das ist eine andere Geschichte. Folgt mir doch auf dem YouTube-Account, wenn ihr das nicht schon tut. Weiter geht's mit Spotify Podcast. Das Verzeichnis vom Spotify kann jetzt auch über Echo-Geräte wiedergegeben werden. Wenn ihr also einen Sprachassistent aus dem Hause Amazon habt, dann könnt ihr mit Alexa Spiel Geek Talk Daily von Spotify ganz einfach unseren Podcast hier genießen, wenn ihr dann möchtet. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwo irgendwas gestartet. Aktivieren und wie das Ganze geht, am besten nachlesen. Link in den Shownotes auf podcatcher.ch und im gleichen Zug hat auch Netflix eingehalten, zumindest auf dem Amazon Echo Show. Bei all den anderen Audioprodukten macht das ja ein bisschen weniger Sinn. Zu guter Letzt habe ich noch? Noch zwei Themen. Zum einen Google Stadia. Ich habe es vor kurzem vorgestellt, jetzt endlich auch in Schweiz und Österreich. Google hat damals gesagt in der Vorstellung, dass es auch bald fürs iPhone kommen wird. Eine App wird es nicht werden, wegen Problemen mit Apple, kennt man ja. Von Epic und Co. Wie das Ganze funktioniert, auch das in den Shownotes verlinkt. Geht ganz einfach über den Safari-Browser aufrufen und ihr seid drin. Befindet sich aber noch in der Beta, erwartet also nicht allzu viel
aber auch doch oder auch nicht, wie auch immer, ihr könnt es ja mal austesten. IKEA hat schon, ich glaube im September oder Oktober war es diesen Jahres, kurz was durchblicken lassen, zumindest ging es, als das Produkt durch die FCC in Amerika gegangen ist, ist was aufgetaucht. Jetzt gibt es auch offizielle Pressebilder vom, und jetzt hoffe ich, spreche ich es richtig aus, vernünftig. Es ist ein Luftreiniger aus dem Haus IKEA, ein kompaktes Teil, ein leichtes Teil mit Griff und Ständer unten dran, also Füßen besser gesagt. Und kosten soll es anscheinend 49,99 Euro. Schweizer Preis und auch Release-Datum sind noch nicht bekannt. Es heißt Februar 2021, wie wir aber bei Trudfree und ähnlichen Produkten aus dem Haus IKEA wissen, das kann sich noch ein bisschen ziehen. Wir dürfen gespannt sein und das Teil muss ich mir ein bisschen genauer anschauen. Ich habe nämlich deutlich teurere und da wäre ich mal gespannt, wie das Ganze im Vergleich sich schlägt. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, morgen gerne wieder um die gleiche Zeit. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.